In diesem Video möchte ich euch eine coole Modifikation von The Pancake 1 vorstellen, mit der das Teleskop aus Die Sims 3 eine Stange zum Trainieren und noch mehr zurück ins Spiel kommt. Sobald ihr die Modifikation in euer Spiel geladen habt, findet ihr im Baumodus genau drei neue Optionen. Mit dem Teleskop habt ihr die Möglichkeit, den Himmel zu beobachten, ähnlich auch wie in Die Sims 3. Alle Objekte sind mit tollen Animationen versehen, die für eine Modifikation wirklich gut gemacht sind. Eure Sims erhalten auch die passenden Stimmungen sowie Moodlets. Weiter gibt es ebenfalls eine Stange zum Trainieren, an denen eure Sims die Fitnessfähigkeit verbessern können. Diese erinnert mich etwas an die Trainingsstange aus Die Sims 3 Inselparadies, an denen die Sims ebenfalls ihre Fertigkeiten verbessern können. Zu guter Letzt wird mit der Modifikation noch eine Art Lufttrampolin eingefügt, welches eure Sims benutzen können. Auch hier sind die Animationen recht gut gemacht, die Sims ziehen ebenfalls blaue Streifen hinter sich her. Eigentlich beinhaltet die Modifikation noch weitere extrem geniale Interaktionen wie auf den Tischen tanzen, langsames Tanzen und eine neue Küsseninteraktion aus Die Sims 3, welche ich aber leider bei mir nicht zum Laufen bekommen habe. Hierfür benötigt man eigentlich noch eine zusätzliche Modifikation, ich vermute aber, dass der Mod-Ersteller diese Interaktion in Zukunft wieder nutzbar macht. Falls diese Interaktion bei euch funktionieren, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das geschafft habt. Den Link zur Modifikation findet ihr wie immer in der Beschreibung. Werdet ihr euch die Mod herunterladen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.